Problem, ein sehr nerviges Problem. Der LKW ist dank des Helfers mal wieder quer irgendwo reingefahren. Hier stand auf den Autos drauf, der Auflieger war umgekippt und ich kriegte ihn weder mit der helfenden Hand noch mit irgendwas anderem wieder aufgerichtet. Und jetzt liegen die Paletten halt lose rum, nachdem ich habe es versucht, mit dem Radlader eben halt die wegzubekommen, das Ding wieder aufzurichten, ging nicht. Mit der harten Hand oder helfenden oder starken Hand, wie das auch immer heißt, ging es auch nicht. Jetzt habe ich das Ding verkauft und die Ware lag dann zum Glück wenigstens einfach gleich rum. Also was heißt zum Glück, im Moment nervt es mich gerade, weil ich jetzt mit der Hand aufladen muss, weil irgendwie, ich weiß nicht warum, es könnte sein, weil hier irgendwelche Paletten kreuz und quer liegen, die kann er dann wahrscheinlich nicht erfassen. Das müssen wir nochmal versuchen. Das Schöne ist, wenn man die einmal hochnimmt und wirft, dann sind die eigentlich immer gerade. Die richten sich alle auf. Das wollen wir mal kurz ausprobieren. Zack. Möglichst sowas dann auch nicht. Ich will das nochmal eben ausprobieren, dass wenn, ob das wirklich vielleicht daran liegt, dass hier manche eben halt absolut schief und krumm liegen. So, und jetzt müssten alle Paletten eigentlich sauber stehen, oder? Ja. Alle Paletten stehen sauber, wenn auch total bescheuert, aber sie stehen sauber in der Gegend rum. So, jetzt bin ich gespannt. Keine liegt mehr auf dem Rücken. Nö, er will sie nicht. Wahrscheinlich, weil er, ich tippe, dass er den anderen Autolot nicht abgeschaltet hat. Dass der Fleck irgendwie, das sitzt irgendwie noch der Fleck, das liegt noch dem LKW hinten drauf, wo es drauf lag. Ich versuche mal möglichst viel mitzukriegen, aber es gestaltet sich mit der Hand irgendwie auch ein bisschen schwierig. Ich weiß, da passen mehr Paletten drauf, müssen wir uns gar nicht unterhalten. Aber ich versuche möglichst viel mitzukriegen jeweils, und dann ist die Sache auch erledigt. Ach ja. Ist schon wieder poppenwarm hier drin, obwohl es draußen irgendwie 23 sind und Fenster hier die ganze Zeit offen standen, sind wir schon wieder bei 29,5. Das ist echt. Also nächstes Jahr kommt hier definitiv eine Klimaanlage rein. So. So natürlich auch total bescheuert, weil es halt schon ein bisschen, ne? Ich könnte mir auch den Radlader jetzt holen, aber dann habe ich. Dann habe ich halt den Radlader hier und muss sie einzeln fahren, das ist noch bescheuerter. Das, so soll es gar nicht erst anfangen. Aber hier kriegen wir noch ein paar Palette Eier auf, oder? Ich weiß, das geht besser. Müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das geht wesentlich besser. So sind es wenigstens 5, 6 Paletten auf den Schlag. Und das ist jetzt nicht das, was, ne, wenn ich jetzt einen Stapler haben würde, würde ich jetzt wegen einer Palette ständig hin und her fahren. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, aber
Ist ja auch egal, ich würde ihn sogar kaufen bei dem Geld, was ich habe. Wäre mir das sogar egal, aber ich müsste wegen einer Palette eben halt ständig ums Haus fahren. Und das jetzt haben wir es ja auch gleich geschafft. Also so viel ist es ja nicht mehr. Schlechter geladen haben wir, glaube ich, noch nie. Wir holen uns jetzt für den Rest den Dings. Nur damit es am. Oder? Machen wir das jetzt hier mit zu Ende. Nehmen wir mal es hier mit zu Ende. Was uns aber gerade auf oder mir gerade aufgefallen ist, wir werden ja gleich wahrscheinlich auch ernten müssen. Ich denke mal, der Weizen ist reif. Dementsprechend brauchen wir viel Geld. Und dementsprechend müssen wir einfach alles verladen. Dann können die noch ein bisschen weiter wegstellen, dann können wir das leichter aufladen. Warum weiter wegstellen und leichter aufladen, kann ich euch beantworten. Immer nicht vergessen, dass meine Vorliebe, zack. Weil ich mit hoher Wahrscheinlichkeit größeren den Johnny, den Großen, mieten werde dafür, weil das Feld einfach zu groß ist, sonst sind wir da mit unserem Glas sind wir da Tag unterwegs. Ich mache mal die Spanngurte, mit der nächsten Bahn haben wir es erledigt. Komm, egal. Müssen wir die Matten für losfahren lassen. Und Aldi freut sich, weil wir massiv anliefern. Und ihre Mitarbeiter das nicht ums Haus tragen müssen. Und es gibt ja gutes Geld, wir können uns ja nicht beklagen. Ist ein bisschen nervig. Moin, moin. Herzlich willkommen. Ich keine Ahnung, irgendwie hat er den Autolot-Fleck scheinbar nicht gekillt, nachdem ich den umgestürzten LKW verkauft habe. Oder Auflieger vielmehr. Aufpassen, nicht die Blumenkisten aufladen. Ja, falls du es nicht mitgekriegt hast, hier ist mir der Helfer hat den LKW mit Auflieger samt über die Autos hier gefahren, auf dem Parkplatz und stand dann quer und der Auflieger lag dann. Und ich habe es versucht, erst mit der starken Hand hier, mit dem ich das hier auch gerade mache, den aufzurichten, ging nicht, den Auflieger, die Zugmaschine ja. Und dann habe ich halt das nochmal mit dem Bagger versucht, mit dem ganz großen Volvo, den ich mir gemietet hatte. Aber auch das ging nicht. Und dann habe ich halt den Auflieger nur verkauft und dankenswerterweise war die Ware aber noch da. Aber es funktionierte der Autolot am Hänger nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass er beim Verkaufen hat er den geladenen Fleck, also die Anzeige dafür nicht rausgenommen. Gehe ich von aus. Und dementsprechend, ja. Mussten wir das jetzt mal kurz auf die harte Tour machen? Schön ist nicht, aber selten ist. Für alle, die jetzt den letzten Stream nicht gesehen haben, beziehungsweise den ich auch nicht eingespeist habe, ich habe nur noch 6R, 7R und 8R Traktoren. Alles neu macht der Mai. Ne? So, nur kurz.
Da bist du. Und ich habe es fast geahnt. Das ist fertig, oder? Ja, sieht so aus. Es ist definitiv fertig, das Feld. Wow. Okay. Dann, ja. Erntereif. Gut, Knut. Dann müssen wir uns einen Mähdrescher mieten. Das Feld ist definitiv zu groß, als dass ich. Der Kernkombination, was war das? Breite 13,80 Meter. Und der Kernkombination 15,2. Der passt aber irgendwie nicht zu Europa. Wir machen das mit dem. Bandlaufwerk. Das kannst du gerne schmal machen. Standard, Fieldscanner, nein, Nummerierung, nein. Die ah, da ist Länge, genau. Schön weit machen. GPS brauchen wir im Moment nicht. Wollen wir den gleich kaufen und den anderen dann verkaufen? Könnte man auch nicht machen, ne? Echte Größe 653, okay. Ja, nee, alles gut. Passt. Wir kaufen ihn gleich, was soll's. Friss kein Brot, der andere kann dann weg. Kombination 1380. Und dann brauchen wir noch zum 1380 den passenden Hänger. Kleiner Tipp. Ich habe früher mal lange überlegt, wie man das macht. Einfach hier nach 1380 suchen und dann Kombination Hänger. Ja, wir machen ihn einfach Schwatt. So, dann haben wir ein wunderschönes Geschütz. Bisschen hart eingeschlagen. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Mir geht's super. Es ist zwar viel zu warm hier, aber ansonsten geht es mir wirklich gut. Und ich freue mich jetzt auf ein großes Feld mit Weizen. Und ich werde gleich mal noch mehr noch wieder eine Limo einschenken. Es ist allerdings eben halt hier viel zu warm drin. Das ist halt, ich kriege aus der Dachgeschosswohnung die Hitze nicht mehr raus, obwohl draußen nur 23 Grad sind. Und ich hier seit heute Vormittag um 7 oder seit heute Morgen um 7 lüfte, habe ich hier immer noch 28 Grad drin. Das ist halt, es ist penetrant. Und also im nächsten Jahr kommt hier definitiv eine Klimaanlage. Und ich habe auch schon eine super Idee, ich werde das nicht übers Fenster machen. Wie es so viele machen. Ja, viele machen ja ihre Abluft im Endeffekt über so eine Fenstergardine oder wie auch immer man das nennen will. Ich werde es so machen, dass ich das die Abluft durch den Rollladenkasten ausleiten werde. Und damit sollte das Problem dann erledigt sein. So warm wird es nicht, maximal 50 Grad. Dementsprechend schadet das auch dem Rollladen nicht. Zumal das hier sowieso sogar noch ein Metallrollladen, glaube ich, oder teils Metall ist. Und das Ding sowieso 200 Jahre alt ist. Also selbst, ne? Selbst wenn er kaputt gehen würde, wäre das jetzt auch nicht das Allerschlimmste. Jedenfalls nicht für mich. Für meinen Vermieter mit Sicherheit. Der würde dann wieder ganz viel weinen. Aber egal, da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Das ist im nächsten Jahr, ist es definitiv Pflicht. Da kommt hier eine Klima und dann wird hier. Ich will ja gar nicht, ich will keine 20 Grad hier drin haben. Was war das jetzt, Herr Steinke? Ich will hier keine 20 Grad drin haben. Das ist ja total übertrieben. So weit muss man das Ding nicht runterkühlen. Aber
24 Grad wären oder 25 Grad wären halt schon ganz angenehm und nicht 29. Jetzt habe ich schon wieder 29,7. So, jetzt müssen wir einmal kurz die Silage in die Biogasanlage kippen und dann kann der auch zum Abfahren gleich runterfahren. Es ist halt, dir läuft das Wasser halt nur so runter und das ist halt penetrant nervig und so oft kannst du nicht duschen und auch nicht dein Bett neu beziehen. Na, das ist echt. Und gestern Abend habe ich ja, irgendwann hatte ich mein Stream dann ja auch mittendrin aufgehört und habe gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal lüften. Aber selbst das, wie gesagt, heute Morgen hatte ich, glaube ich, 27,8. Das war so der Niedrigstand dieses Tages. Ich kontrolliere ständig meine Heizung und denke mal, hoffentlich ist die Heizung nicht an. Und natürlich ist sie nicht an. Ne? Die würde momentan auch nicht mal anspringen. Selbst wenn man sie anstellen würde. So, Silage aktivieren. Den Rest können wir später noch machen. Ja, sowas ist schon echt. Also ich finde sowas grauenvoll. Das ist. Es war allerdings, muss ich auch ehrlich sagen, in irgendwie gefühlt noch nie so schlimm, wie es jetzt ist. Keine Ahnung, oder auch gestern waren angezeigt 23 Grad und ich hatte auch draußen das Gefühl, es sind deutlich mehr als 23 Grad. Na, also keine Ahnung, was da. Oh, mein Gras wächst auch schon wieder. Da wächst schon wieder Gras über die Sache. Sehr schön. Dafür brauchen wir noch einen zweiten, theoretisch. Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch. Ich glaube, bei dem Einhänger ist sowieso nicht so viel drin. Ach, wir haben da auch noch den leeren. Wir können auch den nehmen. Ja, aber so langsam läuft der Hof. Also bei dem Hof hier bin ich auf den bin ich wirklich stolz. Ich schaffe jetzt, habe jetzt wirklich so viel passives Einkommen geschaffen, dass ich auch problemlos mal einen Monat gar nichts machen brauche. Ne? Aber jetzt müssen wir eben einmal auf den Dings umschalten. Denn der ist da. Ich wusste es. Der ist da. Yippie. Die Vorzerstörung aus. Das heißt, ich kann hier im Notfall noch einen weiter zurücksetzen. Oh, hängen geblieben. Jetzt hat mein Onkel aber geschimpft. So, eine Bahn querfahren. Können wir schon mal X machen. Vorankuppeln. Ja, und grundlegend natürlich ist der Johnny natürlich deutlich leistungsfähiger. Nicht mal weit genug reingefahren. Ist der Johnny natürlich deutlich leistungsfähiger, also von der Arbeitsbreite, aber das Problem ist, ich finde, der passt nicht. Das Problem ist, der nimmt auf dieser Straße, auf diesen Straßen hier eine komplette Straße ein. Und ich glaube nicht, dass man das Ding in Deutschland bewegen darf, selbst mit Begleitfahrzeugen nicht, weil man müsste ja die komplette Straße sperren. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. So, Stromablage einschalten unbedingt. Okay, wir sind immer noch nicht weit genug rechts, aber okay, komm. Doch, sind wir sogar. Ups, Eier, Eier, Eier. Die fahre ich hier immer, weil er da vorne an einigen Ecken nicht rankommt. Der erste Fahrer ist auch schon da. Wir warten aber jetzt, bis er hinten ist, dass er
dass wir ihn dann die langen Bahnen schicken können. Aber hier hat er oftmals ein Problem wegen der Leitplanke. Da fährt er nicht weit genug ran und deswegen mache ich hier immer eine Vorgewendebahn, hier wenigstens. Ne? Hinten eigentlich nicht, hinten schafft er es eigentlich immer. Und von daher macht er das schon recht gut. So, den können wir auch schon mal losschicken. Der braucht der andere, braucht er noch ein bisschen. Verkehr muss sich abschalten, weil das die ballern immer so zusammen, dass man sich fragt, was läuft schief im Leben vom Treckerfahrer Klaus. Ne? Der normale Verkehr nimmt ja überhaupt keine, der KI-Verkehr nimmt hier überhaupt keine Rücksicht auf nichts. Es ist zwar lange nicht so schlimm wie auf der Frankreich-Karte, da fahren die ja noch bekloppter, aber auch der Verkehr hier ist eben halt wirklich. Und deswegen, ja, Adele. So, und den Nachbarn werde ich bald verklagen hier, weil er sein Feld völlig verhunzt hier stehen lässt und nicht gegen das Unkraut vorgeht. Ich fahre extra trotzdem jetzt ins Feld rein, damit ich gleich mit dem Drescher wechseln kann, wenden kann. Schon noch so, dass sie. Die anderen Bahnen sind länger. Also den können wir verkaufen, schon mal gleich nebenbei. Andererseits hätten wir ihn jetzt auch, jetzt ist es spät, hätten wir ihn jetzt eigentlich auch als Unterstützung noch dahin schicken können, von der anderen Seite ranfahren. Ach, muss man auch nicht machen. Bin gespannt, wie wir hier runterkriegen. Das ist, wenn man sich das mal so im realen Leben vorstellt, ne? Was ein Feld, ne? Das war auch ein echter Glückskauf. War ja schon gepflanzt und sogar gedüngt und ohne Unkraut. Also da war ich wirklich sehr, sehr glücklich. Über dieses Feld. Mal gleich mal nach oben gehen. Hab heute erst zwei geraucht oder so. Ich glaube ja. Irgendwie ganz komisch. Ich weiß, noch besser wäre es gar keine zu rauchen. Das wäre das Allerbeste. So, loslegen. Halt, du bist zu weit links. Ich sehe das schon. Du würdest was stehen lassen und das will ich nicht. Dann lieber ein bisschen Ersatz fahren. Als was zu verlieren, was es gratis gibt. Da kommt der Schwabe wieder mehr durch. Nein, ich bin kein Schwabe, ich bin zugezogener Schwabe. Aber jetzt gibt es ja mal Limo auf meine trockene Stimme. Das ist Limo, Wasser. Wasser mit Geschmack. Ist keine Limo. Lange nicht so viel Kalorien wie Cola oder. Ja, mit der Dachgeschosswohnung bin ich ehrlich. Also ich mag den Winter, ich mag den Herbst und ich mag den Frühling, wenn es eben halt nicht so warm ist. Ne? Dann zahle ich lieber ein bisschen Heizung, die ich aber wirklich regulieren kann und wo ich meine Temperatur im Zimmer wirklich regulieren kann. Als was, wo ich eben halt nichts regulieren kann. Ne? Schrubenhausen, ja, super Jobangebot. Vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Aber es ist halt schwierig, wenn man halt kein Auto hat, dann ist man.
Ja, so einen Zug habe ich nicht mehr bei Bier am Leib. Nicht mal da habe ich so einen Zug am Leib. So, wir fahren erstmal mit dem hinterher. Und dann können wir immer noch den anderen können wir danach dann befüllen. Und mir schwant Böses, wir werden ihn noch befüllen müssen. Ich denke, dass wir beide brauchen. Und wo mir noch mehr Böses schwant, ist beim Strom machen hier. Ne? Aber ich will das halt nicht kaufen. Obwohl das wirklich noch das Billigste ist. Ne? Aber im Moment bin ich wirklich Selbstversorger, was alles betrifft. Gras habe ich selber, Stroh habe ich selber. Gut, jetzt war Stroh gerade alle. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich auch arbeiten. Kann es mal überlegen. Ich überlege gerade wirklich, ob ich mir eine Ballenpresse hole und das in Ballen presse. Ich glaube ja. Wir nehmen die schöne große Ballenpresse und das können wir jetzt schon mal nebenbei immer machen. Während der Mähdrescher arbeitet und dann haben wir da auch nicht so viel zu tun und müssen wir nachher nur die Ballen einsammeln. Komm, Baby, gib Gas. Andererseits ist natürlich mit dem Ladewagen, weiß ich auch, aber dann muss ich mit dem Ladewagen immer hin und her fahren. Das ist auch nicht wirklich effektiv. So, und dann gibt es nämlich diese wunderbare Ballenpresse, die während sie presst auch noch weiterarbeitet. Genau, die Lisati. No Brand. Ja, aber bitte nicht. Aber bitte nicht Silber. Dann so. Ist auch nicht wirklich hübsch. Das geht. Dann machen wir das nämlich damit. Dir den Vorteil, dass sie, während sie den Ballen hinten rauswirft, du kannst einfach weiterfahren. Das gibt es im Spiel von Kubota ja auch schon. Die macht allerdings nur kleine Ballen, die Mod macht eben halt auch die ganz großen Ballen. Das ist dann schon ein bisschen effektiver. So. So. Der nächste, der fährt. Was halt. Das ist blöd, dass wir den dahinter genommen haben, aber das ist jetzt auch. Ich kann den noch eben austauschen, wir sind ja noch am Vorbeifahren. Ich meine nur wegen Tab. Klingt total bescheuert, aber ich meine wegen Tab hin und her springen. Wird es leichter, wenn ich den anderen dann nehme. Wo stand er noch eben da? Ja, wir sind echt ausgestattet. Vorpresskammer, Entschuldigung, ja. Ja, sowas gab es, als ich Kind war, gab es sowas nicht. Also Rundballenpressen gab es damals schon. Aber mein Onkel hatte halt einen ganz, ganz, ganz uralten Quaderballen, ne, ganz, ganz uralte Quaderballenpresse. Und die hatte wirklich so eine Führung, dass die Ballen Richtung Wagen, der dahinter war oder auch daneben fuhr, mit dem zweiten Trecker gesetzt worden ist und man die da dann umgestapelt hat. Ne? Das war schon heftig. Ne, das war, habe ich auch ein paar Sommer gemacht. Hinten auf dem Wagen stehen und Ballen sortieren und ordentlich aufstapeln. Das war schon harte Arbeit und das mitten im prallen Sommer. Aber da war ich ja auch noch jung und schön, heute bin ich nur noch und. Das hat mir das Ganze doch deutlich erleichtert. Viel hat er jetzt? 18.000 Liter hat er tatsächlich gemacht.
Ja, aber die anderen Ballenpressen hier im Spiel haben das ja nicht. Die anderen Ballenpressen wollen ja wirklich dann, dass du anhältst und dann wartest, bis der Ballen raus ist. Das ist ja bislang hier im Spiel wirklich nur die Kubota, die das kann. Oder eben halt Quaderballenmaschinen, die mal durchgehend arbeiten. Mein Lebtag nicht vergessen. Und von so einem Mähdrescher hätte mein Opa und mein Onkel geträumt. Allerdings wären sie dann wahrscheinlich mit ihren Feldern auch in 5 Minuten fertig gewesen. Nee, nicht ganz so schlimm, aber doch deutlich anders. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Mähdrescher war bei meinem Onkel und Opa. Das war so ein großer, uralter, silberner. Da stand, glaube ich, auch nirgendwo irgendwas drauf. Der hatte nicht mal eine Kabine, da saß man im Freien. Ne? Soll man mal vorstellen. So, gib Gas, wir machen das jetzt selber. Wir klappen dich auch schon mal aus. Wir stellen die Ballenbreite auf 180 cm. Und dann legen wir gleich los. Das waren schon schöne Zeiten, dass ich. Halt, das ist wirklich was, das ist mit so das einzig wirklich Schöne und das, worauf ich mich auch immer gefreut habe, wenn ich in den Ferien nach Sterlei gefahren bin. Sterlei liegt bei Mölln, das ist Schleswig-Holstein. War schon eine schöne Zeit, kann man nicht anders sagen. Und auch wenn mein Onkel ein sehr, sehr strenger Mensch war und so manche seiner Erziehungsmethoden ich vielleicht dann doch in Frage gestellt habe und später noch viel mehr, immerhin hat er es geschafft, mir das Fahrradfahren beizubringen, was mein Vater nicht geschafft hat. Und bei Onkel Hans habe ich halt auch nicht gejammert, nichts. Ne? Da habe ich es einfach gemacht. Und selbst wenn ich einmal umgefallen bin, dann bin ich wieder aufgestanden, habe es weitergemacht, weil. Ne? Allerdings muss ich auch mit Erschrecken jedes Mal feststellen, wenn ich heute daran zurückdenke, ich habe Onkel Hans nie wirklich lachen gesehen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass das jemals passiert ist. Ups, da ist schon wieder einer voll. Und das, ja, aber trotzdem, wie gesagt, und bei Onkel Hans habe ich auch den Gurkensalat mit Essig gegessen, den ich als Kind überhaupt nicht mochte, aber ich hätte mich nie getraut, wenn ich bei denen am Tisch saß, irgendwas nicht zu essen. Milkana habe ich damals gegessen, mochte ich damals auch als Kind überhaupt nicht, beides nicht. Und beides liebe ich heute. Ne? Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, aber es ist eben mal so, beides liebe ich heute. Ne? Das ist schon krass. Ne? Ja, war eine schöne Zeit. Und bei Oma gab es auch mal Cola und Eis. Gab es bei meiner Mutter alles nicht, bei meinen Eltern. Okay, Nutella gab es auch. Da würde ich heute überhaupt keinen Wert mehr drauf legen. Das würde ich nie wieder haben wollen. Heute würde ich immer das von DM kaufen oder das Nusspli ohne Palmfett. Das schmeckt super, das Nusspli. Nee, also bei mir, ich kenne es nur von meiner Oma. Bei meiner Oma gab es immer alles, was es zu Hause nicht gab. Aber Nutella zu Hause nicht. Meine Eltern waren zu geizig, die haben immer Nusspli gekauft. Und das habe ich als Kind gehasst. Ich habe es zwar dann auch gegessen, aber, ne? Wirklich, wirklich gemocht habe ich das nicht. Na, das ist so. Ne? Und heute ist es total andersrum. Ne? Das ist genauso wie früher, weiß ich noch. Ich hatte so einen Sandkistenfreund. Bei dem gab es immer nur River Cola und die Chips von Aldi. Also immer, wenn wir da waren. Wenn er alleine war und wenn man mal zufällig zu Besuch kam, gab es immer das Echte. Also so an Geburtstagen oder ne, so. Und
Da bin ich zum Beispiel heute auch wieder anders. Eine River Cola finde ich, eine echte River Cola schmeckt gar nicht mal so schlecht. Und die Chips sind definitiv, die Erdnussflips zum Beispiel esse ich nur noch von Aldi, weil die wenigstens das Weißbraune, okay, ja, das kenne ich auch noch, dieses so in Kreiseln gezogene, oder? Im Glas. Das kenne ich auch noch, aber das kenne ich nur vom Hörensagen, sage ich mal, also vom Sehen, aber das gab es bei uns nie. Ja, genau, so ein Strudel, genau, ja. Genau, das habe ich auch erst als Erwachsener das erste Mal gekauft, als ich das ausgezogen war. Okay. Ja. Einfach, das ist eine wunderschöne Erinnerung. Und, boah, meine Oma hat dann, also Garten hatten meine Eltern und meine Großeltern natürlich auch und dementsprechend auch immer ganz viel eingefroren. Und dann gab es eben halt abends oft bei meiner Oma Eis mit heißen Himbeeren. Oh, ich habe es geliebt. Also wirklich. Meine Mutter hat immer mit meiner Oma geschimpft, wenn ich aus den Ferien zurückkam, weil ich dann wieder einen kleinen Bauch hatte. Und dann wurde ich zu Hause immer erstmal wieder auf Diät gesetzt. Was gab es denn? Ich überlege gerade, was es noch bei uns nicht gab. Bei uns gab es immer nur Haribo Colorado. Nie hat meine Mutter irgendwas anderes gekauft. Also mein Vater hat so fast nie eingekauft. Und bei uns gab es immer nur Haribo Colorado und ich. Und das, was bis zum Schluss liegen blieb, waren diese Lakritz-Konfekt. Also Lakritz-Schnecken mag ich. Die mochte ich auch als Kind. Aber dieses Konfekt, mit diesem komischen Burger da oder wie auch immer man sie nennen will, die blieben immer bis zum Schluss drin. Mag ich auch bis heute nicht. Und ganz schlimm, also die braunen davon. Fürchterlich. Die anderen esse ich ja noch, aber die braunen davon waren wirklich grauenvoll. Überlegen, was gab es denn bei meiner Oma, also sonst was. Ach, der große Vorteil war, beim Oma wohnten, wie gesagt, auf dem Dorf, Stella hatte ich keine Ahnung, wie viele Einwohner, das müsste man mal Google nachschlagen. Damals waren es eher sogar noch mehr, weil viele von den jungen Leuten da weggezogen sind, wobei heute wieder viele da wohnen, weil es günstig von den Landpreisen ist. Wenn man sich ein Haus bauen will. Das kann man auch wieder vor und gegen argumentieren, wie man will. Da gab es so einen richtigen Tante-Emma-Laden noch. Das fand ich als Kind so toll und das werde ich auch mein Lebtag nicht vergessen. Ollmann. Ich weiß sogar noch den Namen. Das ist echt Wahnsinn. Und ich durfte dann manchmal durfte ich Flaschen wegbringen und von dem Geld durfte ich mir so eine gemischte Tüte kaufen. Haribos, die konnte man da ja noch stückweise kaufen. Ach, das war auch schön. Das sind alles so Erinnerungen, die ich an früher habe. Das ist wirklich so, boah. Und ich war so Ewigkeit nicht mehr in Stella. Weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal. Das ist eigentlich das letzte Mal doch zur Beerdigung meines Großvaters. Und danach, doch irgendwann war ich danach noch mal einmal da, aber. Da hat mein Onkel dann so getan, als ob er nicht da sei, und dann war das Thema dann erledigt. Keine Ahnung, das ist auch weiß nicht, so eine Pflichtfamilie oder wie auch immer. Das war so schön, dann war direkt gegenüber von meinen Großeltern man musste einmal über die Straße rüber, war die Bäckerei von Alverden. Die gibt es heute noch als große Kette. Und da gab es immer so, ich weiß gar nicht, was das waren. Das waren so Brandteig gerollt, also dass man in der Mitte ein Loch hatte, ein langes Loch, so eine Rolle, wie so eine Klopapierrolle fast. Und dann mit Schokolade umhüllt und meine Oma hat die dann mit Sahne aufgefüllt. Oh, war das lecker. Ach, das war so schön. Und das ist so.
Das Schöne war eben mal, das war immer so das völlig Umgekehrte. Während meine Oma das immer, oder meine Großeltern beide, mein Opa genauso, das immer so gesehen haben, dass nach dem Krieg jetzt endlich alles da war wieder und dann wurde auch alles gekauft, dann wurde das Leben auch genossen, war es bei meinen Eltern immer, nee, immer so tun, als ob es morgen nichts mehr gibt. Ne? Wenn der Nougat dann teilweise schon im Becher angetrocknet war, dann das wurde nicht weggeschmissen, das musste aufgegessen werden, vorher durfte das neue Glas nicht geöffnet werden. Ne? Heute würde ich es mit hoher Wahrscheinlichkeit wegschmeißen. Ups, falsche Richtung. Und das ist krass, das ist wirklich so. Aber wie gesagt, trotzdem war es, also gerade eben halt bei meinen Großeltern war es eine wunderschöne Zeit. Die ich auch, wie gesagt, die würde ich auch um nichts missen wollen. Ne? Sogar, das waren knapp 45 Kilometer von zu Hause. Oder 50 fast. Ich glaube 50 sogar. Bin ich sogar ein paar Mal mit dem Fahrrad gefahren, als ich dann älter war. Ne? Das erste Mal ist mein Vater immer noch so halb parallel mit dem Auto gefahren, damit man sich sicher sein konnte, dass ich auch ankomme. Und die nächsten Male musste ich einfach aus jedem größeren Ort einmal anrufen und sagen, bei beiden, bei Oma und Opa und einmal bei meinen Eltern und sagen, dass alles in Ordnung ist. Das war klasse. Das war wirklich klasse. Und einmal habe ich das auch mit einem Kumpel sogar gemacht. Da haben wir dann, meine Eltern hatten ihren Wohnwagen bei meinen Großeltern untergestellt und da haben wir dann da im Wohnwagen gepennt. Das war schon geil. Dann haben wir nächtliche heimliche Touren durchs Dorf gemacht. Von wegen heimlich. 1000 Dorfbewohner hatten es gesehen, weil Großeltern wussten es am nächsten Tag. Das war schon. War cool. Deswegen auch, wie gesagt, meine Vorliebe zum Landwirtschaftssimulator. Ich hätte das gerne früher gemacht, aber mein Onkel hat den Hof irgendwann aufgegeben wegen Uneffektivität. Und hat einen normalen Job angenommen, hat alles verkauft, an Felder verpachtet, die ihm gehörten, den Wald verkauft, der ihm gehörte. Mein Opa hat noch bis, ich weiß nicht wann, im Wald gearbeitet. Bis irgendwann mal, ich weiß gar nicht, was da passiert war, irgendwas war da passiert. Und zum Glück ist mein Onkel 5 Minuten später direkt dahin gekommen, weil er gerade irgendwie Kaffee vorbeibringen wollte. Sonst hätte es mein Opa schon wesentlich früher erwischt. Ne? Also, so arbeitet sich das gut. So kann man dann wenigstens. So muss ich jetzt hier nicht mit dem Abfahrwagen ständig abfahren. Also, das Zeug wieder zum Hof an der Stroh. Gespannt, ob wir die Dinger so einlagern können. Ob der Silo das annimmt, das ist ja eigentlich auch eine Mod. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass das funktioniert. Vor allem damals noch Cola-Flaschen hatten noch ein, also war sowieso Glas, ganz klar. Und sie hatten diesen Metalldeckel, der oftmals gar nicht richtig aufging. Alter, das waren noch Zeiten. Da habe ich mal irgendwann zu Silvester beim Kumpel, habe ich mal mit der Wasserpumpenzange einen Flaschenhals abgerissen. Weil ich zu fest zugedrückt habe, als ich den Deckel abmachen wollte. Oh Mann. Und das Lustige ist, Vita Cola kenn ich gar nicht aus der früheren Zeit. Das Einzige, was wir hatten halt Afri-Cola, gab es ab und an mal. Und ich fand früher irgendwie keine andere Cola geil. Wenn du sagst Vita Cola, gehe ich davon aus, dass du im Osten groß geworden bist, oder?
Vita Cola habe ich das erste Mal direkt nach Grenzöffnung, glaube ich, getrunken. Als wir das erste Mal, ja, okay, deswegen kenne ich es nicht. Kannte ich es früher logischerweise nicht. Ich habe die damals das erste Mal in Ludwigslust, das war der erste Ort, den wir nach der Grenzöffnung besucht hatten. Da habe ich gedacht, als wir essen gegangen sind, naja, bei Cola können sie ja nicht so viel verkehrt machen. Aber es war natürlich für jemanden, der Coca-Cola gewohnt war, war das natürlich nichts. Aber ich glaube, das Schlimmste war das Mineralwasser, was ich mein Kumpel bestellt hatte. Das schmeckte so dermaßen nach Fischteich. Das war nicht mehr feierlich. Essen war aber super. Also dazu kann man eben halt nichts sagen. Ne? Und vor allen Dingen war es ja ein Witz, was das gekostet hat. Ne? Waren echte Zeiten, das war echt cool. Ich weiß auch, wie mein Kumpel mich abends anrief und sagt: Du, die Grenze ist offen. Lass mal hinfahren. Ich so, wä? Welche Grenze ist offen? Ja, die zur DDR. Quatsch! Habe ich denen gesagt. Ich so, du spinnst doch. Hast du getrunken, oder? Ja, dann haben wir. Ich glaube, 5 Kästen Bier ins Auto geladen und haben jeden, der rüberkam, haben wir eine Flasche Bier in die Hand gedrückt. Ein paar haben wir natürlich auch getrunken. Da war ja auch noch 0,8 Promille, stimmt. Da durfte sie ja noch mit 0,8 Promille fahren. Ja gut, den kennst du eben halt auch nicht, die alte Vita Cola kennst du dann eben halt auch nicht. So wie sie zu DDR-Zeiten geschmeckt hat. Das war, also laut Aussage, ich kenne mehrere ehemalige DDR-Bürger, also die da auch schon groß geworden sind und die sagten, alle, das schmeckt heute anders. Schmeckt zwar heute und schmeckt heute wesentlich besser. Und also kurz nach Grenzöffnung. Aber zum Beispiel, ich benutze immer noch. Seit der Geschichte benutze ich nur Bautzner Senf. Ich weiß, da andere sagen der Thom oder Ton aus Thüringen, aber Born aus Thüringen, aber nee, ich mag lieber den Bautzner. Und da bei Ketchup bin ich eigentlich bei Dings dabei. Werder Ketchup. Kenne ich halt noch aus meinen Berlin-Zeiten, als ich in Berlin gelebt habe. Und das hat sich so eingeprägt. Heute bin ich mittlerweile, weil, ja, Werder müsste ich immer bestellen und dann müsste man eine große Menge bestellen. Und früher hatte ich noch so 3 Leute, die immer mitbestellt haben, dann hat sich das gelohnt. Aber mittlerweile habe ich das nicht mehr und dementsprechend nehme ich den Rewe beste Wahl in so einer Squeeze-Flasche. Der ist günstig und schmeckt gut. Aber Bautzner, da geht definitiv kein Weg dran vorbei. Irgendwann habe ich mal aus Versehen wieder Tomi-Senf gekauft, so wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne. Einmal benutzt und den Rest weggeschmissen. Und ich hasse es, Lebensmittel wegzuschmeißen. Also das ist. Aber das Zeug war wirklich so grauenvoll. Aber bei uns gab es ja nichts anderes. Tomi war Tomi. Das war damals die Westmarke. Bautzner gab es nicht. Der war dem Osten vorbehalten. Ups. Ja, Bautzner ist, wie gesagt, da geht kein Weg dran vorbei. Und ich mag auch den im Glas, wo Pfeffer mit drin ist. Den mag ich auch super, super gern. Und sonst war natürlich den Standard mit dem blauen Deckel. Ne? Aber den mit dem Pfeffer drin mag ich auch total gern. Ich vergesse das auch jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, könnte ich auch Werder Ketchup mitbringen. Ich brauche hier noch einmal einkaufen zu fahren, aber. Und so selten bin ich nicht in Berlin.
Obwohl der Kontakt zu meiner besten Freundin abgebrochen ist, aber ich habe ja noch andere Freunde da. Ne? Das ist ja nicht nur, man hat ja nicht nur einen Freund. Ne? Aber ich vergesse das dann einfach immer mal. Ne? Ich könnte ja auch einfach einkaufen gehen und mal Werder Ketchup kaufen. Weil hier dieses, den Glasbautzen, da kriegst du ja auch nicht. Ne? Das, hier hast du eben halt gutes Bayern. Schwäbisch Bayern. Ne? Hier gibt es halt Löwensenf. Ne? Aber den mag ich auch nicht. So ist er fertig. So gut habe ich noch nie gearbeitet, dass ich wirklich synchrone hinter hier Dings mache. Stroh und sogar gar nicht weit von entfernt bin. Das ist echt gut. Ja, wie gesagt, Bautzen ist echt. Das ist wirklich. Und war das Bornsenf? Stimmt, hier war nämlich hier ums Eck, hier bei Augsburg, also irgendwo hier in der Gegend im Augsburger Ländle, gab es letztens einen Senf-Esswettbewerb. Da musst du irgendwie 4 oder 5 Esslöffel Senf essen. Und dann gegeneinander, und wer das dann eben halt als erstes schafft, kommt dann in die nächste Runde. Und da haben sich. Keiner wollte das sponsoren. Und dann hat sich aber Born tatsächlich. Die haben gesagt, das ist so bekloppt, das sponsoren wir. Und mein Kumpel ist auch Ossi, also der kam, Moment, jetzt muss ich mich überlegen. Der kommt aus Sachsen, seine Freundin kommt aus Thüringen oder seine Frau. Und die essen nur Born. Bautzen essen sie zwar auch, wenn es nichts anderes gibt, das ist jetzt nicht das Problem, aber für sich zu Hause kaufen sie immer den Born. So. Jetzt müssen wir gleich mal Pause machen, weil wir arbeiten hier zu viel. Aber ich will das jetzt eben halt auch so machen, dass wir hinterher das Zeug auch alles fertig haben. Ich verabschiede mich mal eben kurz. Ich schalte auf den Mähdrescher um und gehe mal kurz eine smoken. Und sage bis gleich, ich mache das Mikro kurz aus, damit man vielleicht nicht noch das Treppenhaus hört oder wie auch immer. Bis gleich.
So, da ist er wieder. Euer Heimlabelieder, Frieder. War früher mal in der Sesamstraße, glaube ich. Und schon wieder voll genau richtig gekommen. Cool. Cool, cool. Naja, so. Da ich bis jetzt immer noch nicht gefrühstückt, nichts habe, werde ich mir heute, glaube ich, mal zum Abend einen Döner gönnen. Ich glaube, ich latsche heute mal zum Dönermann meines Vertrauens und pfeife mir mal einen Döner rein. Als einzige Mahlzeit des Tages. Ich versuche nämlich gerade abzunehmen und dann kann man das als einzige Mahlzeit des Tages, kann man das schon mal machen. Ja, dieses helle Wasser hat auch definitiv viel zu viel Kalorien. Aber anders kriegt man Getränke nicht mehr rein. Ich bin 53. Baujahr 1970. Viele Kilometer runter. In Bremen geboren, in Hamburg aufgewachsen. 13 Jahre Berlin und jetzt seit knapp 9 Jahren, glaube ich, ja, 9 Jahre sind es, Augsburg, fast 10. Wir müssen sogar, im November werden es 10 Jahre, ja. Wohne ich schon in Augsburg. Augsburg. Wahnsinn. Unvorstellbar, wie die Zeit so ins Land geht. Alter, alter, alter Mann. Und du? Ich könnte eigentlich auch schon mal einen Hänger kaufen zum Einsammeln und anfangen einzusammeln. Ich bin 53. Und wie alt bist du? Wir holen uns mal einen Hänger zum Einsammeln. Jetzt nehmen wir doch den. Jetzt nehmen wir doch den. Ich hab halt schon halb Deutschland hinter mir. Ich habe sogar noch vier Monate habe ich in der Nähe von Karlsruhe gewohnt. Das war aber nur dank des Streits mit der damaligen Partnerin, wegen der ich nach Augsburg gekommen bin. Und danach bin ich aber dann doch wieder nach Augsburg zurückgegangen. Und fühle mich hier auch wohl. Also ich glaube, ich würde nicht nochmal wechseln. Definitiv nicht. Beim Transport. Gibt es diesen wunderbaren großen Autoloader. Genau. Designstandard. Automatisches Laden von Paletten. Ballen automatisch laden. Ja, ich habe 32, will ich auch gerne nochmal. So manchmal eine Entscheidung würde ich gerne rückgängig machen. Also nach Berlin wäre ich definitiv gegangen, aber ich wäre definitiv, wenn ich die Ahnung hätte, damals nicht mit derjenigen zusammengezogen, wegen der ich nach Berlin gegangen bin. Ich hätte mir definitiv eine eigene Wohnung gesucht. Aber wie es halt immer so ist. Man ist verliebt, man ist blind, man ist dumm. Ich habe keine Kinder, jedenfalls keine, von denen ich wüsste. Aber ich gehe davon aus, dass ich immer vernünftig verhütet habe. Und dementsprechend, ja.
Eigentlich mag ich das lieber mit Erdbeer, aber es gab nur noch Pfirsich. Nee, ich will gar nicht. Jetzt sowieso nicht mehr. Mit 53 erst recht nicht. Hat sich die Palerin, also von knapp 30 oder was, habe ich 10 Jahre da in Berlin eben halt mit jemandem zusammengelebt, eine Beziehung geführt. Und die hätte ich mir nie als Mutter vorstellen können. Und sie wollte auch damals immer keine. Und kaum ging es aufs Ende unserer Beziehung zu, hatte sie erstmal 2 Kerle nebenher noch. Also nicht gleichzeitig, sondern im Wechsel. Und dann war sie auf einmal schwanger von einem, von den beiden. Hatte wahrscheinlich Panik, so mit 39 oder wie 38, 39, wie alt sie damals war, dass sie dann, ne, so hier dieses Dead End, ne, was Frauen ja oft haben. Aber nö, und jetzt mit 53 will ich definitiv gar nicht mehr. Irgendwann ist es auch einfach mal gut. Das ist so. Es gab mal einen Menschen hier in Augsburg, das war dann auch mit der Grund, warum ich mich von der, wegen der ich hier runtergezogen bin, getrennt habe, auch, also mit einem Grund war es, bei der hätte ich es mir vorstellen können, die war auch deutlich jünger als ich, irgendwie gut 10, 12 Jahre jünger als ich, da hätte ich es mir noch vorstellen können, da war ich ja wie gesagt auch erst irgendwie in den Mitte 40, aber mittlerweile nicht mehr. Es war die erste Frau in meinem ganzen Leben, die erste und einzige Frau, die es geschafft hat, dass ich sprachlos vor jemandem stand. Und nicht mehr sprechen konnte, wenn sie vor mir stand. Ich musste mich da wirklich zu zwingen. Ich habe gestottert. Das habe ich noch nie erlebt. Ich habe mit sowas normalerweise überhaupt kein Problem. Ich habe auch keine Angst vor Chefs oder vor irgendwelchen Höhergestellten oder Schauspielern oder ne, sonst was. Ah, hat schon wieder jemand einen Fall im Korntank. Aber die war so wirklich, der hätte ich es mir vorstellen können, wobei ich heute glaube ich auch wieder der Meinung bin, dass es besser war, dass wir nie zusammengekommen sind. Und sie hatte seit Ewigkeiten schon einen Freund oder wollte ich mich kurzzeitig mal zwischendrängeln, aber dann habe ich es mir doch überlegt, dass ich es nicht mache. Weil das würde ich ja auch nicht wollen. 36% erst. Wahnsinn. Und jetzt habe ich dank ärztlicher Versorgung dafür gesorgt, dass es definitiv auch keine Kinder mehr gibt. So. Muss man zwar heute mittlerweile selbst bezahlen, aber das war es mir wert. Das entspannt mich noch umso mehr, weil ich mich nicht mehr um Verhütung kümmern muss und nicht mehr darauf achten muss, dass sie auch wirklich verhütet. Oder, ne? Aber ich bin im Moment sowieso Single, also im Moment stellt sich die Frage sowieso nicht. Davon ab. Noch viel weniger als vorher, sagen wir es mal so. Auch wenn Kinder mich immer mögen. Kinder kommen gerne zu mir und sind gerne bei mir und fühlen sich immer wohl, freuen sich immer, aber nö, hat sich halt, wie gesagt, hat nicht sein sollen und ich bin froh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit dieser aus Berlin Kinder hätte, dann würde ich jetzt irgendwo dafür bezahlen und hätte nichts davon.
Auch wenn sie mittlerweile auch wieder nur noch 100 Kilometer von mir weg wohnt, weil sie auch immer nach Bayern, im gleichen Monat nach Bayern gezogen ist wie ich. Sie hatte das zwar schon immer vor, bei mir war es eher, wie gesagt, reiner Zufall, dadurch, dass ich die Dame kennengelernt habe. Aber sie hatte das schon immer vor. Und wohnt jetzt in der Tölzer Gegend. Aber da wäre ich auch nie mit hingegangen. Also in der Ecke hätte ich nie wohnen wollen. Ich wohne gut 70 Kilometer von München weg und das darf auch gerne so bleiben. Jetzt würde ich einfach mein Leben genießen. Und ich fühle mich auch nicht unwohl als Single, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist jetzt, ne? Ich würde sowieso nicht nochmal mit jemandem zusammenziehen. Ich habe jetzt drei komplette Wohnungseinrichtungen bezahlt. Irgendwann reicht es auch. Ne? Irgendwann reicht es wirklich. Als ich von Berlin hier runtergekommen bin, bin ich mit 13 Bücherkisten gekommen. Das war das, was ich mitgenommen habe. Den Rest habe ich verkauft, verschenkt oder weggeschmissen. Und vorher, als ich mich von der in Berlin getrennt habe, sie wollte echt alles haben, egal ob ich das von meinen Eltern geschenkt gekriegt habe und bla bla bla. Und dann musste ich ja auch, wie gesagt, wieder eine neue Wohnung einrichten. Alles habe ich ihr nicht gegeben, aber das meiste, weil ich einfach überhaupt keinen Bock auf Diskussionen hatte. Darüber, wer was bezahlt hat oder. Und dann musste ich das halt alles neu anschaffen und dann war das. Ja, nee. Wie gesagt, würde ich heute nicht mehr machen. Ich würde meine kleine Mini-Einzimmerwohnung einfach behalten. Spricht nichts dagegen, dass ich eine größere Wohnung hätte, wenn ich eine Partnerin habe. So war es bei der letzten auch. Aber ich würde diese Wohnung, diesen Rückzugsort auch nicht mehr aufgeben. Und ab und an brauche ich auch einfach mal meine Ruhe und die Zeit, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe und nicht, worauf andere Bock haben. Das ist mir halt unendlich wichtig. Wo sonst kann man ungestört zocken, ohne dass alle 5 Minuten jemand zockst du schon wieder? Wieso streamst du schon wieder? Hast wohl eine andere Freundin? Weil ich ja so oft fremdgegangen bin in meinem Leben. Naja, einmal bin ich's. Dazu stehe ich auch. Und das ist auch was, was ich nie bereut habe. Da hätte ich es eher bereut, wenn ich es nicht getan hätte. Aber selbst als ich dann am Ende wusste, da bei der Berliner Beziehung, dass sie schon zwei Kerle nebenher hat, selbst da bin ich nicht, habe ich Angebote abgelehnt. Ne? Einfach weil, keine Ahnung, kein Bock drauf. Ich wollte halt nicht genauso sein. Ne? Mein Nacken ist auch komplett verspannt. Ich habe heute Nacht irgendwie schräg gelegen. Ey, Mann. Ist nichts, wenn man alt wird. Auch schon 1:10 dabei, 1:30 mache ich. Und dann werde ich mir mal überlegen, ob ich nicht direkt dann dusche und direkt Döner essen fahre. Gehe. Wie auch immer. Gehe. So weit ist es nicht weg. Da muss man schon sehr, sehr faul für sein, da mit dem Auto hinzufahren. Okay. Genau richtig für mich. Oder bestelle ich mir was?
Weil Asia nicht mehr ganz lange auf. Ne? 14:30 hat Asia auf. Eigentlich klingt das nach was bestellen. Muss mich nicht anziehen, nicht vor die Tür gehen. Geduscht bin ich, keine Sorge, so ist es nicht. Aber nein, nicht Lieferando. Lieferando ist viel zu teuer. Mein Asia-Imbiss hat zum Glück auch eine eigene Website. Und das gönne ich Ihnen, dass sie dass sie nicht die Gebühren an Lieferando bezahlen müssen, wenn ich darüber bestelle. Das gönne ich Ihnen. Ups. So ist das. So, hat er das Login hier auch drauf? Das ist der Warenkorb. Login gibt es hier gar nicht, oder? Ein Login noch da. Auf dem Tablet ist das schon wieder voll, das Ding. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich mache mal heute Vorspeisentag. Schön frittierte Vorspeisen. Super gesund. Ja, das ist das, was ich an Google so sehr liebe. Dass er selbst auf dem Tablet eben halt die ganzen Logins hat, die ich auf dem PC auch habe, weil ich natürlich auf dem PC auch Chrome benutze. Ups, da liegt ein Ball, da liegt ein Ball, da liegt ein Ball. Das tut uns gefallen. Ich Kleingeld als Trinkgeld, das ist wichtig. Ich mag das aber nicht, wenn man kein Geld als Trinkgeld geben. So toll ist nicht, aber da muss er diesmal nicht leben. Der kriegt sonst immer so viel, ich könnte ihm mein ganzes Braungeld geben. Dann ist er auch reich. nee, das muss reichen. Meistens kommt jeder Besitzer und dementsprechend. Eigentlich müsste man sich mal, man weiß es ja immer nicht vorher, wer kommt. Eigentlich müsste man sich das bereitlegen. So. Oder wollen wir was Richtiges essen? Die Bratwurst waren letztes Mal auch geil. Die waren auch der Hammer. Die Eiernudeln. Ein bisschen wenig Ei drin, aber sonst ganz gut. Jetzt fehlt hier aber irgendwie die Übersicht. Kannst du es im Quer besser hin? Vorspeisen. Jetzt ist die Mini-Rolle in den Warenkorb. Dann haben die noch die Genial, das waren die Time-Mini-Rollen, dann haben die noch eigentlich noch mehr Anzeigen. Genau, die vietnamesischen Frühlingsrollen, die sind auch genial. Gibt es nämlich Unterschiede. Ne? Die einen sind mit Honig, die anderen sind mit Meeresfrüchten, wobei ich von den Meeresfrüchten noch nie was gemerkt habe. Und dann machen wir noch eine Ladung von Tang dazu. So, dann besteht das ganze Mittagessen nur aus Vorspeisen. Völlig ungesund, müssen wir uns gar nicht überhalten. Aber wie gesagt, wenn es die einzige Mahlzeit am Tag bleibt, kann man auch darüber grinsen. Hast du Kinder? Willst du Kinder? Hast du eine Partnerin? Hast du Urlaub oder warum kannst du zuschauen? Ich bin gerade auf Arbeitssuche, dementsprechend
Dementsprechend eben mal zu Hause. Jedes Mal dasselbe. Bis Machinak. Ja, jetzt bezahlen. Oh, die gibt es nur Vorspeisen. Geil. Das wird lecker. Das wird wirklich lecker. So, hier hat nämlich auch schon wieder jemand wegen der Arbeit geschrieben. Lass mich raten, du wolltest mir mitteilen, dass es. Jo, leider wurde ich nicht für die Auswahlrunde. Ist mir auch egal. Ich will eigentlich auch keine Zeitarbeit machen. Von daher, Regal. So. Ich werde mich jetzt schon mal verabschieden. Weil ich auch noch mal gucken muss, ob ich Besteck habe, was ich eventuell noch abwaschen muss oder wie auch immer. Und ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja. Wir sehen uns bestimmt wieder, wenn du ein Follow da lässt, falls du das noch nicht gemacht hast. Und ja, ich werde mich dann jetzt mal aufs Mittagessen vorbereiten. Ich muss mir noch oben was anziehen, damit er nicht komplett geschockt ist, wenn er mich sieht. In diesem Sinne, schönen Tag noch und bis dann. Ciao, ciao.